Ich sage ja, wie gesagt, wir haben ja da die Erdgeschosswohnung im Veilchenweg 10 zu vermieten gehabt. Ja, ich habe da mehrmals annonciert und wir haben uns auch teilweise immer die Rufnummern aufgeschrieben mit den, sagen wir, von den Gesprächspartnern. Und im Vorfeld habe ich dann immer wieder gesagt, gehen Sie doch mal erst hin, gucken sich doch mal das ganze Wohnumfeld an, bevor wir da, sagen wir, die Wohnung besichtigen. Und gesagt, getan. Und ich habe mich immer wieder gewundert, nach Wochen oder Tagen, dass da überhaupt kein Rückruf ankam. Ja? Und dann sind wir erstmal dahinter gekommen, dass dieser Mieter Michalke, da oben, den Sie heute gesehen haben, in der Arbeitskleidung, die haben auf den Garagenvorplatz, haben die Mieter abgefangen. Ja, abgefangen und haben gesagt, um Gottes Willen mietet die Wohnung nicht an. Das ist mir von drei Mietinteressenten ist das bestätigt worden. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Und sogar die Frau Grobe hat das auch fertiggebracht. Und zwar hatten wir da Probleme gehabt mit der, das heißt, ich habe da sagen wir, einen Verbesserungsvorschlag gemacht, um Schimmelpilzbefall in den äußeren Wohnraumecken zu vermeiden. Da haben wir im Innenbereich eine Wandheizung reingelegt, in dem Eckbereich. Und zwar hat man dann die Möglichkeit, gerade bei den kalten Jahreszeiten, diese Ecke warm zu halten. Das heißt, das ist eine vorbeugende Maßnahme gewesen, um Schimmelpilzbefall zu verhindern. Ja, und dazu war auch der Herr Diedrichs immer bereit, beratend zur Seite gestanden, wie wir das machen können und, und. Ja. Das war Fakt. Ja, und dann ist auch natürlich der Herr Diedrich, der stieg aus seinem Wagen raus, wollte die Erdgeschosswohnung auch aufsuchen. Ich war schon da und dann wurde er von der Frau Grobe angehalten und gesagt, Herr Diet, oder sagen wir, Sie soll oder er soll bitte die Wohnung nicht anmieten. Das ist natürlich ein starker Tobak. Ja. Das ist schriftlich fixiert, das ist mir auch bestätigt worden. Wir haben, sagen wir, Bestätigung, das ist der Herr Diedrichs, dann die Frau Dings, Doktor. Wir haben da vier oder fünf Bestätigungen, ja, die das bestätigen können, dass sie da sagen wir, diesen Vorfall hatten. Und ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich finde, das liegt mehr als normal. Aber die Frau Grobe ist die Einzige, die Sie wegen Stalkings beschuldigt. Richtig. Und Sie wissen, was Stalking etwa ist? Ja, das heißt irgendwie eine heimliche Beobachtung oder sonst was oder irgendwie in ein Fenster gucken. Das hat man mir so nebenbei erzählt, ja. Und sie war ja auch diejenige, die Frau Grobe, die zweimal die Polizei da gerufen hat. Ja, das heißt, wir haben mit der Landschaftsbaufirma Bastin, haben wir wieder die Steine dem Urzustand wieder verlegt und wir waren mit den Arbeiten fertig. Und dann wurde die Polizei herbeigerufen. Und ich hatte da natürlich mit den Polizisten da, sagen wir, eine kleine Auseinandersetzung. Und der eine Polizist, da hatte ich schon das Gefühl gehabt, dass der mir irgendwie auf die Füße trat und riechen wollte, ob ich Alkohol getrunken habe. Und da habe ich ihm gesagt, klar und deutlich, er möchte bitte auf Distanz gehen. Ich sehe das nicht so gerne. Naja, und dann das eine Wort, das andere Wort. Aber Gott sei Dank waren da zwei Zeugen. Ja? Das heißt, von dem Landschaftsgärtner, die Mitarbeiter, die haben das alles mitbekommen. Ich kann nur sagen, okay, wir haben da, was heißt, eine normale Diskussion geführt. Und ich habe ihn dann den Polizisten noch gesagt, das waren wahrscheinlich für den böhmische Dörfer, wo ich dann gesagt habe, ich wäre ein Nutznießer hier von der Anlage. Ja, und das haben die, sagen wir, rechtlich gar nicht aufgenommen. Ja, die wussten nicht, was ein Nutznießer ist und was ein Eigentümer ist. Und dann habe ich versucht, denen das mal zu erklären, dass der Nutznießer normalerweise mehr Rechte hat als der Eigentümer. Und das wollten die einfach nicht wahrhaben. Ja. Da steht es doch genau drin. Bitte? Lesen wir vor. Ja, das ist das heißt erstmal Paragraph 1036 Bürgerliches Gesetzbuch Ausübung des Nießbrauchs. Absatz 1. Der Nießbraucher ist zum Besitze der Sache berechtigt. Absatz 2. Er hat bei der Ausübung des Nutzungsrechts
die bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrechtzuerhalten und nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft zu verfahren. So, und jetzt kommt mein Kommentar dazu. Das heißt im Klartext, so wie ich das verstehe, der Nießbraucher ist dazu verpflichtet, jeglichen Schaden, der von fremden Personen an der Bausubstanz verursacht wird, zu unterbinden. Gefahrenquellen zu beseitigen, damit das Wohnumfeld im Innenbereich sowie Außenbereich gefahrlos von jedermann benutzt werden kann. Das ist eine ganz klare Auslegung, so sehe ich das Nießbrauchrecht. Ja? So, dann geht es weiter, das habe ich natürlich wieder aus dem Dings abgenommen, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Rechtsfolgen und praktische Bedeutung, 1, 2, Rechtsfolge bei vorgenommener Erbfolge. Jetzt wird es interessant. In der Praxis wird der Nießbrauch häufig bei der Vermögensübertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge eingesetzt. Der Übertragene verschafft dem Nachfolger zwar das Eigentum an den Gegenständen, behält sich aber zu seinen Lebzeiten den Nießbrauch vor. Und das ist hier bei uns ganz klassisch dargestellt. So wie das jetzt hier geschrieben ist, ist auch der Fall da. Ja, und dann, das heißt Paragraph, jetzt geht es auch noch weiter, Paragraph 1035 Bürgerliches Gesetzbuch, letzte Seite, so jetzt kommt's, die Kosten hat derjenige zu tragen und vorzuschießen, welcher die Aufnahme oder die Beglaubigung wünscht. Beide Parteien haben das aus Kostengründen auf eine Beglaubigung verzichtet. Das heißt, in einer intakten Familie sind solche Vorgänge nicht üblich. Ja? Davon bin ich ausgegangen. Das ist klar und deutlich gesagt worden. Beide Parteien haben aus Kostengründen auf eine Beglaubigung verzichtet. Nochmals. Das steht da ganz klipp und klar drin. In dem Gesetzbuch.